Hallo liebe YouTube-Freunde hier auf Bodos Bastelkanal. Heute geht es um diesen Gartenhäcksler, gerade frisch aus Italien gekommen. Wollen wir mal gucken, was der so kann. Ist ein Benzinhäcksler, sieht aus wie ein Bausatz, denn die Kiste ist nicht sehr groß. Ich nehme euch mal mit beim Auspacken und wir schauen da jetzt mal rein. Also geliefert wird auf jeden Fall kein Fertiggerät. Das sieht sehr nach Basteln aus. Ja. Wir stehen jetzt vor dem Green Bay Bausatz des Gartenhäckslers, Motoreinheit mit Häckslereinheit, Auswurf, Einführung, Radaufnahme, Lenker überschaubar mit dabei, Schutzbrille, Öleinfüllkanne, Bauanleitung und ein bisschen Werkzeug. Jetzt versuchen wir das Ding mal zusammenzubauen. Es ist erstmal toll, dass es eine deutsche Wartungsanleitung gibt und auch eine Montage. Ansonsten sieht das nicht sehr komplex aus. Man kann das, glaube ich, auch ohne zusammenbauen. Aber wir halten uns jetzt mal an die Montageanleitung. Die Motor- und Häckseleinheit, die wird mit 4 Schrauben am Fahrgestell angeschraubt. Mit dabei sind 2 Schlüssel, 10 und 13. Mit dem mitgeführten oder mit dem mitgelieferten Schlüsseln kann man das auch montieren. Würde sich aber echt empfehlen, das mit einer Knarre zu machen, geht einfacher. Das ganze Ding ist relativ gut gefettet, was ich bislang gesehen habe. Das Einzige, was mir jetzt schon auffällt, ist, dass die Schrauben hier oben bei der Befestigung für den Einwurfschacht, da sind die schon echt doll korrodiert. So, da machen wir gleich mal ein bisschen Fett dran. Hier ist das gleiche in grün, bei den angeschweißten Schrauben sind auch schon echt dolle rostig. Das heißt, das fetten wir uns auch gleich ein bisschen zurecht. So, dann wollen wir mal das Ding zum ersten Mal laufen. Getankt haben wir. Schok. Gas. So. Und on. Läuft. So, dann wollen wir mal probieren, was er sagt.
den technischen Details. Also Hersteller Green Bay Typ GBWRC50L, Kubikzentimeter hat er 212 und 7 PS, maximale Umdrehung 3600 und bis 60 mm soll er schreddern, hat er auch geschafft. Und 45 Kilo wiegt der Häcksler zusammengebaut. Und ja, also für mich klar eine Kaufempfehlung. Ich bin damit zufrieden und das alte Ding kommt in die Tonne.